Moin Moin, heute habe ich zwei interessante Unternehmen auf dem Schirm, die ich selber derzeit auf der Liste habe für August. Also die beobachte ich derzeit extrem. Ich finde diese beiden Unternehmen sehr, sehr spannend. Fangen wir vielleicht mit dem ersten Unternehmen an oder im Vorfeld zu sagen, ein Unternehmen ist ein Dividendenzahler. Also man kann sagen, ein Wachstumswert mit Dividende. Keine hohe Dividendenrendite, aber dennoch eine Dividende. Und das zweite Unternehmen ist oder zählt zu den Wachstumswerten, also ohne Dividende. Das würde ich dann in mein Depot, wo ich auch zum Beispiel Alphabet drin habe oder Amazon, Netflix, Facebook. Also einfach um die Performance nochmal aufzubessern. Und also das zweite Unternehmen finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Aber wir beginnen erstmal mit dem ersten Unternehmen. Das ist ein Dividendenzahler, der zahlt bereits schon seit 100 Jahren eine Dividende. Also ein verlässlicher Dividendenzahler und zudem auch ein schnell wachsender. Ja, es ist Schardt und Dwight. Wird wahrscheinlich der ein oder andere schon kennen. Ja, es ist ein Hersteller von Haushaltswaren. Also im Portfolio sind zum Beispiel Rasierer, Zahnpasta, Augencremes drinne, aber auch Pflegeartikel für Haustiere. Ja, und da schauen wir uns auch direkt mal die Umsätze und die Gewinne mal an. Da bin ich auch direkt hier drinne. Und da sehen wir von 2016 einen Umsatz von etwa 3,5 Milliarden. Ja, genau. Und derzeit liegen wir schon bei 4,4 Milliarden, also eine knappe Milliarde mehr innerhalb von 3 Jahren. Und das Ganze soll noch in den nächsten Jahren weiterhin steigen. Bis 2021 soll es noch fast auf 4,8, 4,9 Milliarden nochmal hochgehen, laut Analysten. Und der Gewinn soll da auch nochmal auf 700 Millionen US-Dollar ansteigen. Und derzeit liegen wir oder sollen wir etwa bei 600 Milliarden Gewinn liegen. So, die Umsatzrendite liegt auch bei 20%, das ist recht solide. Und die Nettomarge liegt auch etwa bei 14, 15, teilweise bis zu 16%. Also alles in Ordnung. Die Gewinne steigen auch. Wir können einfach mal die Umsätze mal rausnehmen. Dann sehen wir auch die Gewinne, dass sie wieder enorm steigen sollen in den nächsten Jahren. Also ein vielversprechendes Unternehmen mit viel, viel Potenzial. So, einmal vielleicht in Zahlen ausgedrückt das Ganze. Wir sehen hier, das EBITDA wächst auch von 2016 800 Millionen soll bis 2021 auf 1,1, teilweise 1,2 Milliarden anheben, also angehoben werden, laut Analysten. Ja, das KGV ist etwas hoch. Derzeit, 2017, war es noch etwas besser, aber das Unternehmen ist einfach gut. Teure Unternehmen sind, oder einfach, ich sag mal, gute Unternehmen, die viel Wachstumspotenzial haben und die auch in der Vergangenheit viel stark gewachsen sind, sind derzeit einfach teuer. Also man muss für Qualität derzeit etwas auf den Tisch legen. So, und ich für meinen Teil habe mir gesagt, ja gut, eine Dividendenrendite von 1,2% ist nicht sonderlich viel, aber als Wachstumswert mit Zugabe einer kleinen Dividende würde ich es in mein Depot mit aufnehmen, da einfach hier sehr, sehr viel Potenzial einfach noch besteht und das Unternehmen, ich sag mal, wie eine Rakete derzeit abgeht. Ja, ich für meinen Teil, wie gesagt, auf meiner Liste für August ist es gespeichert. Schaue ich mal, ob ich es mir ins Depot lege. So, der zweite Wert, den finde ich noch interessanter und der wird garantiert in meinem Depot landen, in meinem Wachstumsdepot. Wie bereits erwähnt, mit Amazon, Alphabet und Facebook zum Beispiel. Da habe ich ja meine 5, 6, 7 Unternehmen drin, die ordentlich Potenzial haben. Und da gehört dieses Unternehmen auch mit zu. Ich rufe mal die Daten auf. Hier seht ihr auch schon direkt, um welches Unternehmen es sich handelt. Ein amerikanisches Unternehmen, Intuitiv Surgical, weiß nicht, wenn einer das mal aussprechen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ich bin jetzt da nicht so mächtig mit. Aber dieses Unternehmen finde ich sehr interessant. Das beobachte ich auch schon seit längerem. Habe es aber noch nie erwähnt, weil es einfach keine Dividende zahlt. Und nun habe ich mich entschieden, ja, komm, ich nehme es einfach in meinem Wachstumsdepot mit auf. Vermutlich, also ich bin da noch nicht ganz
fertig mit der Analyse. Also ich analysiere das Unternehmen ja wirklich manchmal monatelang oder auch Wochen, aber wie gesagt, manchmal sind es auch wirklich Monate, bis ich mich dann irgendwann entscheide, das Unternehmen doch mit aufzunehmen. So, und ich bin jetzt einfach so weit, dass ich es zumindest jetzt auf meiner Liste habe, das Unternehmen. Und ja, wahrscheinlich werden es die wenigsten kennen. Ich sag mal, informieren Unternehmen. Ich werde jetzt einfach nur ganz kurz sagen, was sie einfach mal tun. Also dieses Unternehmen verbindet die Medizin mit Robotik und Automatisierung. Also das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Themenfeld, was sie da wirklich, wo die sich bewegen. Er stellt für die Chirurgie Roboter mit dem Namen Da Vinci her. Und diese Da Vinci-Systeme werden von Krankenhäusern, aber auch vom Militär genutzt. Also da werden wirklich hochpräzise Operationen durchgeführt. So, ein sehr, sehr interessantes Aufgabenfeld, was auch zukunftsorientiert, was ich also denke, für die Zukunft auch sehr interessant ist, weil ich denke mal, auch die Diagnostik und auch allgemein die Krankenhäuser und die Ärzte oder die Chirurgen, die werden immer mehr Roboter in Einsatz nehmen. Da gehen wir einfach hin. Das ist einfach meine Meinung. Und das Unternehmen wächst seit Jahren rasant. Also das ist eine Rakete. Das können wir auch hier im Umsatz jetzt sehen. 2016 lag der Umsatz noch bei 2,7 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile liegen wir schon bei 4,3 und 2021 soll es schon bei 5,7 liegen. Also eine enorme Steigung. Auch die Nettomarge, die ist enorm hoch. Die liegt teilweise zwischen 20% und 30%. So, und die Gewinne, die steigen auch enorm. Das können wir auch hier einmal kurz sehen. Die Gewinne steigen und die sollen laut Analysten in den nächsten Jahren noch weiterhin bis zu auf 1,5 Milliarden US-Dollar steigen. Das ist also eine Nettomarge von teilweise 30%. So, also dieses Unternehmen finde ich einfach für die Zukunft, also einfach mit dem Thema Medizin und Robotik, einfach hochinteressant. Unternehmen ist etwas teuer, also wenn man es jetzt kaufen würde, das sind 500 US-Dollar, also irgendwie 480 Euro. Aber das Unternehmen ist einfach, wie gesagt, das ist hoch bewertet, das Unternehmen. Keine Frage. Also das ist ein KGV von 50, da zahlt man etwas drauf. So, und falls wir in der nächsten Zeit einfach keinen Crash kriegen, dann wird sich das noch weiterhin verteuern, sagen wir mal so. Und ich für meinen Teil denke mir einfach jetzt, okay, ich werde mir vermutlich in August die erste Tranche holen. Dann schauen wir mal, wie sich der Markt einfach weiterentwickelt. Steigt er weiter? Okay, habe ich gut gemacht. Wird er fallen? Werde ich einfach nochmal ordentlich nachkaufen bei diesem Unternehmen. Weil ich bin von diesem Unternehmen überzeugt. Wie gesagt, ich habe das jetzt schon seit Monaten beobachtet, dieses Unternehmen. Und jetzt bin ich einfach der Meinung, es gehört auf meine Liste. Und ich werde das Unternehmen einfach in der nächsten Zeit, ob es August ist, vielleicht auch September, vielleicht auch erst im Winter, aber ich werde es mir vermutlich holen. So, wie gesagt, die Thematik Robotik mit Medizin hoch interessant. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon für dieses Video. Also ich habe hier wirklich zwei interessante Unternehmen, die kann sich jeder nochmal selber für sich nochmal anschauen. Das sind Wachstumswerte, die vermutlich, ich habe keine Glaskugel, ist auch keine Anlagenberatung hier, ist einfach nur meine persönliche Meinung. Einfach mal anschauen, mal googeln, einfach die Berichte mal durchlesen und da wird man einfach feststellen, das sind zwei wirklich interessante Unternehmen, die einfach Potenzial haben, die aber, wie gesagt, etwas teuer sind. Aber für Qualität muss man derzeit auch etwas bereit sein, auf den Tisch zu legen, etwas Cash. Ja. Dann war es das auch schon für dieses Video. Wie gesagt, ich würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.